Dies ist mein Lieblingsobjekt im Haus der Geschichte, weil nämlich Fußball ist mein Leben. Ich hatte 2006 das Glück, dass ich als Volontär in Stuttgart bei der Fußball-WM gearbeitet habe und mit einem lächelnden und weinenden Auge wäre mir lieber gewesen, wenn Deutschland ins Finale gekommen ist. So konnte ich Deutschland gegen Portugal um den dritten Platz anschauen, live. Und ein Jahr später sind die zwei Nationalspieler, Timo Hindelbrand und Thomas Hitzlsperger, zu uns ins Haus der Geschichte gekommen und haben uns den Ball überreicht im Zuge einer Pressekonferenz. Beide waren sehr aufgeschlossen, man konnte viele Fragen stellen, beiden Nationalspielern, und wir haben auch Autogramm geschrieben und so weiter. Dieser Ball steht jetzt im Haus der Geschichte der Gegenwart als Objekt ausgestellt.